Willkommen zurück bei Assassin's Creed 4 Black Flag. So, wir sollen ein Schwert kaufen. Oh, da gibt es ja auch noch verschiedene britische Entermesser, soll man kaufen. Dann gibt es spanische Rapiere, französische Paradenschwert, bla bla bla, ganz viel. Wollen wir noch ein bisschen holen dann. Erstmal soll man hier das ganz normale britische Entermesser holen. Machen wir doch. Kauf bestätigen, kostet ja nur 800 R, was auch immer das R bedeutet. Das passt schon viel besser. Kein Plan. Bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch. Ach, sein Geld reicht wieder nur für ein kleines Messer. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? War ja fast klar, dass du uns in die Irre führst. Also, ich meine, als würdest du dich hier auskennen. So aussehen tust du zumindest nicht. Jetzt müssen wir hier wieder die Arbeit machen und hier hochklicken. Aber das lieben wir an Assassin's Creed. Dieses überall hochklettern, das ist einfach nur das Feeling. Synchronisieren, auf Häuser rumspringen, das ist doch Assassin's Creed. Dafür spielen wir das Spiel. Schöner Vogel übrigens. Synchronisieren. Tolle Musik auch immer dazu, also ich finde. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Tolles Spiel. Halt durch! Ich spring ja runter. Baf. So, jetzt sind wir auch schon in den ersten Folgen fertig. Das habe ich schon immer gehasst. Diese Verfolgen. In Assassin's Creed. Ist nicht meins. Gleich habe ich dich, du Hundspot. Muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Könnte deswegen jetzt ein bisschen dauern. Ich meine, ich muss verfolgen. Nicht mehr lange! Ich muss mich dann auch immer irgendwie, mir fällt auch gerade nicht ein, über was man reden kann. Was gibt's denn noch zu reden? Battlefield, komm mal reden. Ich will dich nicht in den Hafen. Heute müsste ja das erste Let's Play gekommen sein. Wenn dieses Video auch klar ist. Ja, komm, das hab ich gleich. Hol dir die. Bah! Haben wir doch. Und weg ist er. Du hast den falschen beraubt, Mann. Wir sollen ihn blühen. Achso, der hat geraubt. Boah, was hat er denn geklaut? 14. Das ist jetzt nicht so viel, oder? So, wir sollen zurück zu dem Stateborn. Boah, ist so ein Essen, als hätte es den Ausgang. Hä? Ach komm. Ich schaffe doch nicht sein, sogar. Guck mal, da oben ist aggressiv auf mich. Danke, Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah ja. Immer wieder gerne. Ah, wir sind am Ziel. Also Battlefield. Wie gesagt, heute, wo ich aufnehme, weiß ich ja noch nicht, wie das Spiel ist. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall geil. Ihr habt diese. Was ist denn ein Waliser? Also wenn er Kanackenland. Genau, euch interessiert. Und schlag die Zeit tot. Unbedingt ich auch mal angucken jetzt, ne? Mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oi, Klingel. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopf ich es dir, verstanden? Edward, oder? Recht hat er aber. Hey, ich hab ihn gewarnt. Blut. Kann man auf jeden Fall an, was man jetzt sagt. Unschwer erkennen. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir einen. Angreifen. Kann man schon nicht mehr angreifen, das soll man. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Kontern lassen, also das ist jetzt hier dieses. Ja, hier so. Zum Einüben diese. Mission. Konter dann A. Müssen wir nochmal machen, also. Konter dann X. So, und jetzt kann man nochmal erkennen. Ja, nochmal. Gut, und jetzt wissen wir alles. Boah. Ist doch toll. Die ersten verprügeln wir. Das ist echt
Assassin's Creed, wie wir es lieben. Au! Schön, die Wirbelsäule. Lass mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Oh mein Gott. Okay, wählen Sie die Rauchbomben mit den Pfeildingels aus und drücken Sie Y, um die einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner bei Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Machen wir doch. So. Und dann Y und Rauchbomben. Aber wir hauen die ab. Sollen wir ja auch. Hoch hier, schnell. Schießen wir dann. Ah. So, jetzt müssen sie aber alle nachladen, ihr dummer Schuh. Hm? Tut mir leid. Ich bin Captain Jack Sparrow. Nein, sind wir nicht, aber wir sind ja Piraten. Ist ja im Prinzip so, auch wenn man es hier nicht wahrhaben will, dass wir Piraten sind. Wir sind Piraten. Zumindest in diesem Spiel ja irgendwie. Verstecken sie sich irgendwo. Sie sehen uns ja gerade sowieso nicht. So. Erste Mission beendet. Mit 100%. Havanna, wie es lebt und lebt. Fortsetzen. Jetzt kannst du auch noch die Erinnerung bewerten, jetzt. Ist auch mehr. So, Havanna. Ist schon auf jeden Fall einiges geändert worden, aber es ist halt vieles gleich noch, würde ich sagen. Was ja nicht so schlimm ist. Ich finde es nicht so schlimm, wenn vieles gleich ist. Charaktere ist immer noch gleich. Das wirklich hier fast jeder andere aussieht. Du kannst in jedem ins Gesicht gucken. Du siehst diese Charaktere nicht so schnell wieder. Das muss man einfach mal dazu sagen, wisst ihr? Jo. Kann man halt hier. Machen wir jetzt noch nicht. Wir machen erstmal Hauptmission, oder? Markieren uns mal den Punkt. Karte, wie man es bei Ubisoft gewöhnt ist, auf der Back-Taste. Oder Select, oder wie die heißt bei der PlayStation. Naja, wir begeben uns zur nächsten Hauptmission. Und ja, mal gucken, was uns erwartet. Auf jeden Fall hier, wenn man das schon alles sieht hier, ne, ist schon ein tolles Spiel. Wir werden ja jetzt ja nicht alle Missionen zu spielen. Hauptsächlich die Hauptmission. Ich rede jetzt von wir, weil Adrian und Erik und Leonard wahrscheinlich auch. Wir werden ja dann hier auch wieder mitmachen bei dem Let's Play. Battlefield werde ich wohl eher alleine machen. Oder öfter alleine machen, die werden sich auch mal mitmachen. Und mein Zucker, Fragezeichen. Mission starten! Ist doch toll. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ach, Himmel. Jetzt hast du kein Auge mehr. Ich versuche nur den Spaniern nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Das ist natürlich scheiße. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Das hört sich vielleicht auch mal hier die Nase so abwischen, sieht ein bisschen eklig aus, also. So unhübsch. Ach! Sind wir wieder welchen? Adlerauge, mit dem Adlerauge können Sie interessante Dinge finden, wenn Sie es benutzen, werden Tiere und Gegner in Rot sowie Zielpersonen und Missionsziele in Gold dargestellt. Drücken Sie L, um das Adlerauge zu aktivieren. Beachten Sie, dass Sie das Adlerauge nicht benutzen können, wenn Sie rennen. Wenn Sie das Adlerauge benutzen, können Sie bis zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie einfach ansehen. Wenn Sie markiert sind, können Sie diese Gegner sogar durch Wände durchstellen, selbst ohne Adlerauge. Na. Gut, fortsetzen. Boah.
Andere Auge kennen wir noch. Wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Kenne ich auf jeden Fall auch noch. Andere Auge. Machen wir was Tolles. Bonnet. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Muss ich schon sehen? Nee. Toll. Kannst du wirklich so Schwände durchsehen? Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Das ist vielleicht aber auch ein Nachteil, dass du denkst, die stehen genau vor dir. Oh, vielleicht. Das sind ja Zielpersonen, deswegen guck mal. Das war deine beste Idee heute. Hier guck, ich dachte, sie laufen in der Jugend. Das ist echt interessant. Bin ich jung? Doch. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Si, das tut uns sehr leid. Unser Kämpfer. Die Wachen verfolgen. Na, lauf weiter. Oh. Das war aber eng jetzt. Gerade eben. Komm, lauf doch mal weiter hier. Ja, komm, lau. Jetzt will ich dich down. Ja, Senor. Er freut sich sehr, uns zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer. Also, weil man geht. Ja. In Richtung ich. Okay. Nein, 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 nicht klettern. Das kannst du später machen. Da sind sie wieder. Ja, das war gerade ein Sperrgebiet. Musste ich jetzt nicht unbedingt durchgehen, vielleicht. Wäre sonst anstrengend gewesen. Außerdem hätten wir uns gewinnen. Mich, uns. Ich hätte immer von uns. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fragen. Wie man ja sieht, jemand anderen verfolgt, ne? Kann ich mal markierte Maße hauen. Ah, die nächste. Oder das nächste Sperrgebiet. Vorbeirennen außenrum. Ich verstehe das immer nicht. Mehr lesen steht doch. Ich kann aber gar nichts mehr lesen. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Folgen, jetzt rennen sie los. Ja, Senor. Was ist denn los mit denen? Verfolgen wieder. Wo auch immer die hinrennen und warum auch immer die rennen. Wird seine Gründe haben, vielleicht rennen sie aber auch einfach nur zur Frauentoilette. Nein. Zur. Für den Posten meine ich natürlich. Bombe werfen. Klar, warum nicht? Ja, Mann, ja, ja. Ja, das Geld in die Hand. Nein. Ah, schnell. Ah, jetzt ein Fehler. Man ja nicht unbedingt jetzt machen müssen. Nein, 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 nein. Klettern kannst du später, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Mir ist leicht warm. Bei diesem Spiel. Aber hier ist wirklich auch die Innentemperatur wirklich warm. Und schöner Sprung, sauber geladen. Kannst du auch? Boah, ich roll sogar ab dabei. Aber der tut ja auch sowieso immer ein bisschen cool, ne, der Typ. Ich bin immer noch krank. Ist ja immer noch die gleiche Aufnahme im Prinzip. Wie gerade eben. Deswegen bin ich immer noch krank. Tut mir leid, dass ich immer noch krank bin. Das wollte ich natürlich nicht. Ich kann nicht dafür, dass das Spiel heute schon kommt. Eigentlich kommt es erst. Boah, das ist echt eng. Nee. Boah, fuck! Weil der klettert! Klettert doch später, Mann! Hab ich dir fünfmal gesagt. Das erste Mal lesen wir nicht selbst. Wir sind zurück dort, wo wir gerade waren. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Scheiße. Der hat mich wieder gesehen. Der ist böse. Ja, ja, komm mir auf, mich zu bekämpfen. Ich mach da gar nichts. Ich stehe da rum und. Ja, vielleicht laufe ich euch ein bisschen daher. Stalk euch halt, ne? Ich bin halt Stalker. Das ist mein Hauptberuf. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Nee, das will keiner. Das geht ganz schnell, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Geht doch nicht hoch. Dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real. Denkt daran. Ich will warten, wie ich verkaufe. Ja, das geht natürlich. Tabak und Zucker. Lassen Sie sich einfach runter. Gespräche eigentlich.
Sie, Sie! Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Ich renne euch natürlich nicht näher. Ich rede nur mit dem letzten Mensch. Ja. Wieso sieht denn der mich immer? Immer der eine. Sie, Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun gebracht. Für die Hunde. Flo, bis den Zucker zurück. Hä? Boah, das gibt's doch nicht. Dreimal in so eine Scheißmission desynchronisiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.